Aber vor Tristan Estopé und Marc-Anton Renault nun nach drei Läufen. Es gewinnt Bertrand Faber. Das bleibt gleich mit seiner Totalzeit von 5:41.57. Zweiter wird aber jetzt Christoph Roth mit Total 5:46.65. Dann auf den dritten Rang abgefallen Christian Estopé mit 5:55.00. Und vierter Marc-Antoine Renault. Et bien, on vous l'avait dit, il y a des changements, on va revenir à cette classe en sens